Alright, good night. Hallo liebe YouTube-Gemeinde, seit 30 Jahren bin ich jetzt schon mit der Videokamera am Bahndamm unterwegs. Da ich erst 1995 die erste eigene Videokamera kaufte, musste ich 1994 noch mit einer Leihkamera arbeiten, die nicht immer die beste Bildqualität lieferte. Von Anfang an hatte ich auf die Firma Sony gesetzt und das ist auch bis heute so geblieben. Da mit nur einer Kamera immer die Gefahr besteht, bei Ausfall keine Videoaufnahme zu bekommen und um mehr Auswahl bei den Aufnahmeperspektiven zu haben, bin ich vor ein paar Jahren auf zwei und dann später auf drei Videokameras umgestiegen.
So ist in den Filmen mehr Abwechslung vorhanden und man kann auch etwas mit den Aufnahmeorten experimentieren, was nur mit einer Kamera unmöglich ist. Thank you.
Teil auf. Du hast zu ziehen jetzt, oder? Ja, das ist auch einmal frei.1994 wurde der hochwertige Reiseverkehr von den alten Bundesländern nach Berlin über die zweigleisige, elektrifizierte und für 160 Stundenkilometer ausgelegte Kanonenbahn Güterglück-Wiesenburg nach Berlin geführt. Heute ist hier eine gleislose Wüste vorhanden. Durch die Entwidmung der alten Trasse wird hier nie wieder ein Zug fahren.
ich schon überhaupt? S-Bahn, wie es aussieht. Willst du nochmal fotografieren oder willst du ihn jetzt nicht? Mein Film ist halt. Ja. Ach, der einer drauf, der aus. So Verstärkung such noch mal. Was? Verstärkung such war das noch mal. Aber der Amorfall ist doch noch einer. Ja. Also müssen 5 Minuten, wenn das so ist, müssen 5 Minuten später noch einer kommen. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch mal Verstärkung sucht, die nachher kommt. Ach, nochmal so komischer Zug. Da ist nochmal einer. Oh ne. D-Zug. Ich hoffe, ihr hattet etwas Freude an den ersten Wackelaufnahmen aus dem Jahr 1994. Seither sind hunderte Stunden Videoaufnahmen entstanden, die in den letzten 6 Jahren ins Netz gestellt wurden. Weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal und herzliche Grüße vom Bahnhof Güsten.